Schweiz. Ein kleines Land in der Mitte Europas. Hervorgegangen aus Konflikten und Bürgerkriegen. Geeint und friedlich, erst nach Jahrhunderten. Wer sind die Menschen, die unsere Geschichte geprägt haben? Das Mittelalter in Europa war nichts für zarte Seelen. Es war eine Welt voller Krieg, Krankheit, Aberglauben und Ungerechtigkeit. Nur das dritte sind wir stark genug gegen die Habsburger. Der Leopold, der Bruder vom König der Habsburger. Sie kommen gegen Rapperswil. Gegen euch, Homberg. Stauffacher, greifen Sie erst an. Mit dem rechnen die Habsburger nicht. Am besten hier oben beim Morgarten. Sein Heer wird jeden Tag grösser. Wir sind eindeutig zu weit gegangen. Wir drei haben den Bund geschlossen. Uri, Schweiz und Unterwalden. Habt ihr das vergessen? War ein solcher Bund der Ursprung der Schweiz? Hier am Vierwaldstätter See, wo sich Uri, Schwyz und Unterwalden zusammentaten? Oder hier, am Morgarten, wo die Schwyzer und ihre Verbündeten die Habsburger vernichtend geschlagen haben sollen? War diese legendäre Schlacht entscheidend für die Geburt der Schweiz? Was ist hier wirklich passiert? November 1315. Im kleinen Dorf Steinen bei Schwyz rüstet man zum Kampf. Das gewaltige Heer der Habsburger ist im Anmarsch. Die Frauen bereiten sich auf die Flucht in den nahen Wald vor. Die Männer bewaffnen sich. Und auf ihm ruhen alle Hoffnungen. Dem sagenhaften Landammann Werner Stauffacher. Kann er das Leben seiner Leute retten? Der Gegner ist übermächtig. Das Haus Habsburg gehört zu den einflussreichsten Fürstenhäusern im Heiligen Römischen Reich. Überall brodelt es. An vielen Orten müssen die Habsburger ihre Herrschaft mit dem lokalen Adel teilen, auch in der Gegend der Waldstätten. Jetzt wollen sie ihren Machtanspruch festigen. Doch Schwyz, Uri und Unterwalden wollen auf keinen Fall unter die Knute der Habsburger. Dabei hatte eigentlich alles als kleiner Streit begonnen, einem Streit mit dem Kloster Einsiedeln. Gestritten wird um Weideland. Der Abt und Stauffacher sind beide davon überzeugt, im Recht zu sein. Also werden Vermittler eingesetzt. Im Gefall hin, da sind schon wieder zwei Gusti abgehauen, weil alles abgerasen ist von euch Ross. Unsere Bauern können die Tiere ja nicht verhungern. Die Regeln von der Allmend gelten jetzt vor allem auf das Kloster. Wieso haltet ihr euch nicht dran? So ist es. Omni aquae omnium sint communia, heisst es bei uns Benediktin. Der heilige Benedikt hat mit wenig gelebt und den Armen geholfen und nicht zusammen amüsiert wie ihr. All Jahr mehr Ross, mehr Fee. Wir haben die Nase voll von euch regiert. Der Herrgott schaut schon, dass es für alle langt. Hört doch auf mit dem Herrgott! Es geht um eure Ross. Was fällt euch ein? Das ist Gottes Lästerung. Ich will endlich keinen Streit mehr. Darum schreibt mir jetzt auf, wer welche Matte nutzen darf. Das Kloster hat das Sagen vom Herrgott und das Wort vom König. Wir dürfen so viel Land einhaken, wie wir brauchen. Oh, fuck! Der König mischt sich nie in solche Händel. Ihr seid gierig. Was ist es? Wartet nur, Landamme. Wenn ihr so weitermacht, dann verliert ihr nicht nur mehr Weidland, sondern auch den Glauben. Ihr wollt mir drohen, wenn ihr es wagt, uns beim Bischof anzuschwätzen. Ihr zwingt mich dazu, wenn ihr dem Streit nicht nachgeht. Seht ihr es jetzt? Stur wie ein Bock. Ich tue unseren Bauern präzise berichten, was ihr gesagt habt. Was die denn damit machen. So etwas muss ich mir nicht gefallen lassen. Starkköpfig sind beide. Keiner gibt nach. Eine Grenzziehung ist unmöglich. So etwas wie ein Grundbuch gibt es zu jener Zeit nicht.
Die Schweizer verleiben sich das klösterliche Weideland nach und nach ein. Ein brandgefährliches Spiel. Denn hinter dem Abt steht die allmächtige Kirche, Bischöfe, Kardinäle und zu oberst der Papst, dessen Macht größer ist als die eines Kaisers. Sie häufen ein enormes Vermögen an. Noch heute ist dieser Glanz sichtbar in den spektakulären Bauten der Gotik. Groß ist die Kirche, klein der Mensch. Und die Menschen fürchten Gott mehr als alles. Für viele war der Glaube der einzige Halt im Leben. Und genau da setzt der Abt an. Reculatur. Sic permane atque simul. Permane atque simul. Ex communis. Ex communione. Ex communione. Schrieb endlich. Schrieb! Der Kirchenbann ist, wie wenn man heutzutage den Pass verlieren würde. Kirche ist die Gemeinschaft, in der man gelebt hat. Das Abendmahl ist der Moment, wo die Gemeinschaft gestiftet worden ist und immer wieder erneuert worden ist. Wenn man aus dieser Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen war, war man schutz- und preislos freigegeben. Und im Prinzip konnte einem auch jeder umbringen, wenn er wollte. Und dann passiert es. Der Bischof von Konstanz verhängt den Kirchenbann über die Schweizer. Könnt ihr noch schnell warten? Ich will noch mein Kind taufen. Nein, es tut mir leid. Ich darf nicht. Was? Nein, ich kann es leider nicht machen. Nein, ich kann es leider nicht machen. Es tut mir leid. Sind so gut. Schaut ihn an. Es ist ein gesunder Bub. Sind so gut. Wenn ihre Kinder nicht getauft werden, gehören ihre Seelen dem Teufel. Angst macht sich breit. Er ist doch sonst verloren. Las comunica era la pena più temuta. Der Kirchenbann war für die Gläubigen die schlimmste Strafe. Sie schloss sie von allen wichtigen Sakramenten aus. Von der Taufe ebenso wie vom Abendmahl. Man darf nicht vergessen, dass die Kirche die wichtigste Institution für die Menschen jener Zeit war. Das können wir doch nicht einfach so annehmen. Siehst du es jetzt endlich? Das ewige Unterhandeln nützt nichts. Das Totschlagen hat man. Der Pfaff. Und der? Der nächste kommt ist genauso wie du. Oh, der Vogt. Der Abt ist eindeutig zu weit gegangen. Ich muss eingreifen, das ist eure Pflicht. Keine Sorge, Landame. Ich stopp dem Abt jetzt den Maul. Endlich. Und wie wollt ihr das machen? Wir reden allein. Ist bei dem seinem Härtegrind noch nicht da. So einen darf man nicht schonen. Nur weil er einen Kotten hat. Ihr habt sicher Durst. Ich habe einen guten Wein. Darf ich euch anbieten? Ah, das ist also im Land am Stauffacher sein Palast. Es ist nur ein einfaches Haus. Aber es ist aus Stein, wie meine Burg. Als Vogt muss ich euch befehlen. Ihr müsst die Mauern schliessen und das Holz ausbauen. Als Vogt schon. Aber als ehrenhafter Mann nicht. Ich muss sagen, euer Mann weiß, wie man einen packen muss. Tatsächlich sind Steinhäuser zu jener Zeit ein Zeichen von Macht. Doch der Vogt ist nicht zum Plaudern gekommen. Hinter Stauffachers Rücken wiegelt er die Schweizer gegen den Abt auf. Zusammen mit Hombergs kriegserfahrenen Söldnern wollen die Schweizer Bauern den Mönchen eine Lektion erteilen. Hurra! Teufel!
Schwieriges! Plünderer! Schnell! Schnell, reißt euch mir! Der Bauern ist groß, von keiner Schandtat schrecken sie zurück. Die Mönche sind schockiert. Einer von ihnen schreibt es nieder. Sie lästern Gott, treten die Hostie mit Füßen und stehlen alles, was der Priester zu Gottes Gefallen braucht. Sie besaufen sich mit unserem Wein und beschmieren das Gotteshaus mit ihrem Unrat. Ein jeder lässt seinen Urin oder entrichtet den Tribut seines Wanstes auf dem Boden der Kirche. Es ist, als hätten sie jeden Verstand verloren. Am Dreikönigstag 1314 überfallen einige hundert Schwyzer das unbewachte Kloster und nehmen Mönche als Geiseln. Adlige Mönche vor allem, für die ein gutes Lösegeld zu erwarten ist. Für die Habsburger ist dieser Überfall eine Provokation, denn sie sind die Schutzherren des Klosters und sie werden Vergeltung üben. Et va appeler des représailles. Hey! Hier sind die dümmsten Schafsäckel, wo man laufen! Wohlstoffdämmerl! Und der Vogt hat's befohlen! Du sagst doch immer, wir müssen folgen! Mehr, du Esel! Mehr müssen folgen. Nicht am Vogt. Roststein ist schlimm genug. Aber das Kloster plündern. Nicht plündern. Am Vogt seine Mann haben das ganze Gold abgeklebt. Dafür haben wir ein paar Geiseln. Geiseln! Hat dich der Teufel gerettet? Nein. Lösegeld wollen wir. Berner, was haben wir denn noch zu verlieren? Kille hat uns einen Weg ausgesperrt. Du hast doch selber gesagt, der Abzug in Halunk, aber gemacht hast du nichts. Und? Wo ist er, der Abt? Der Abt? Da ist es ab. Abgehauen! Das beramselige Mönch sind eure Geiseln. Glaubt ihr, der Bischof kauft uns die wieder ab? Armselige Stümper sind alle zusammen. Los, bringt sie zu euch heim und behandelt sie wie Gäste. Verstanden? Und wozu das alles, wenn sie den Abt nicht haben? Eine Katastrophe, denn der weiß sich bestimmt zu rächen. Sie wussten, dass sie Sanktionen riskierten, aber auch, dass sie freie Menschen waren und mit kaiserlichem Schutz rechnen konnten. Ich habe den Eindruck, dass ihnen allfällige Sanktionen gleichgültig waren. Und was ist mit dem Urheber der Plünderung? Homberg, der Vogt von Rapperswil, scheint keine Vergeltung zu fürchten. Er vergnügt sich mit seinem liebsten Zeitvertreib. Wollen wir heute und jemmer mehr sagen lieb, der im Mund von Röte brannt, Samen für ihn Zunder. Homberg, Fürst und Ritter in einer Person, hat als Minnesänger zahlreiche Lieder komponiert. Ah, wir schöne Hack und nicht vergessen, ist es recht, als ich es hab bemessen.
so hat sie einen roten Rosen gegessen. Brand, samen für den Zunder. Ihr wollt rüttelicher, minnerlicher Lieb, hat mich in den Kummer gebracht. Und ich habe die schöne Hack und nicht vergessen. Ist es recht, als ich jetzt hab bemisst. Und Tomberg! Ist es recht bemisst. Was fällt euch ein? Landname Stauffacher, es ist mir eine Freude, euch in meinem Haus zu empfangen. Warum greife ich die Reisiedler an? Und stiftet meine Männer an, dass sie bei so einem elenden Narrenstreich mitmachen. Ihr hättet den Bischof nur mehr gegen uns auf. Hockert doch das mal an. Eure Ausgabe als Vogt wäre es, dem Streit ein Ende zu machen. Aber ihr, ihr schlägt gerade drei. Wegen euch haben wir ja noch den Habsburger am Hals. Die sind bei mir mit der Wahl vom neuen König beschäftigt. Und damals geht es leer aus. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Auf eure Hand gebe ich gar nichts mehr. Auch wenn es bei der Königswahl verliert, können Sie es alle zusammen für den Überfall des Klosters büssen? Keine Sorge, Landame, es kommt alles gut. Das glaubt ihr doch selber nicht. Aber wenn es bei uns kommt, dann haben die den Grind genauso wie wir. Für die Kosten der Geiseln. Und warum gibt sich Homberg so gelassen? Weil das Reich zurzeit ohne König ist. Also kann er schalten und walten, wie es ihm passt. Homberg est le chouchou des Schweizois dans la mesure où il n'est pas. Rita Homberg war so etwas wie der Liebling der Schweizer, weil er eben nicht der Vogt der Habsburger, sondern Reichsvogt war. Für die Schweizer also ein Garant ihrer Freiheiten und das beste Bollwerk gegen die Habsburger und ihre Ansprüche. Die Habsburger sind jene europäische Dynastie, die am schnellsten aufgestiegen ist. Als Kleinadel haben sie auf der Habsburg in der Nähe von Bruck angefangen und den Einfluss anderer Adelshäuser zurückgedrängt. Von ihrer Macht zeugen bis heute Paläste wie die Hofburg in Wien. Ihre Hauptrivalen sind die Luxemburger und Wittelsbacher. Kleinere Häuser haben wenig zu melden. Warum sind ausgerechnet die Habsburger für die Schweizer zum Symbol des Erzfeindes geworden? Das mag an einer berühmten Geschichte liegen, der Sage von Wilhelm Tell. Um 1470 hat man im Weissenbuch von Sarne das erste Mal überhaupt Wilhelm Tell erwähnt. Und das Ziel von dem Weissenbuch, dem Obwalder Schreiber, der das gemacht hat, war zu zeigen, dass die Habsburger schon immer die Erzfeinde sind von der Schweizer, weil er sich mit dem gegen einen Frieden hat wollen wehren, den die Eidgenossen mit den Habsburger abgeschlossen haben. Schon im 14. Jahrhundert war die Tellensage bekannt. Bänkelsänger haben sie bis in die hintersten Täler verbreitet. In den Dörfern gehörten ihre Auftritte zu den großen Attraktionen. Die Leute haben mitgesungen und mitgespielt. Oh, lauscht, Volk, und höret, ein Lied will ich erzählen. Ein wahre Geschichte und voller Mut vom großen Wilhelm Tell. Uri Schweiz und Unterwald war unfrei gestes Knecht. Die Leute, sie lebten voller Angst, die Habsburg hätte die Mächt. Kein Maientor, kein Johlen mehr, kein Tändel in der Gass. Nur Nöte, Angst und Widermut, kein Sonnenstrahl da war's. Ein schmaler Hut gar ledern, ein besonderer Gesell. Bezeuget Stand und Macht von gestern, helfet mir jetzt schnell. O Stauffacher und Frau Gemahlin, den Hut die Töhe schnell. Nehmt diese Stange da, Wilhelm, kommt bald der Tell. Oh, da! Viel stark und groß ist er, sich beugen tut er nicht. Verachtest du die Kappe da, dein Sohn, ich nehme mit. Der Gäster wünscht, dass du abschießt den Apfel von dem Kopfe. Triffst du bei dein Sohn, dein eigen Kind, das Blut nicht tropfe. Drum ziele gut, nun ziele gut. Der Herrgott steht dir bei,
Triffst du den Apfel, nicht den Kopf, so bist du wieder frei. Der Tellensaga liegt vermutlich irgendwo in Skandinavien. Doch erst Jahrhunderte später, mit dem Stück von Schiller, wird die Sage vom Apfelschuss zum schweizerischen Mythos schlechthin. Mit dem Tyrannenmord hat Tell ein ganzes Volk befreit. Seine Tat hat das kollektive Bewusstsein der Schweizer nachhaltig geprägt. Und für lange Zeit war die Tellensage der Dreh- und Angelpunkt unserer nationalen Identität. Einerseits steht der Tell für den Widerstand gegen aussen, gegen die Habsburger zuerst, aber dann alle anderen äusseren Bedrohungen bis zu den Nazis und Brüssel. Und andererseits ist, auch im Inneren von der Eidgenossenschaft, haben sich Widerständler immer berufen auf den Tell. Guillaume Tell hat de ce point de vue-là une fonction tout à fait essentielle dans la construction de la Suisse. Wilhelm Tell ist essentiell für die Konstruktion der Schweiz. Er ist weltweit der bekannteste Schweizer. Ob es um Freiheit geht, um Unabhängigkeit oder den Widerstand gegen Willkürherrschaft, immer bezieht man sich auf ihn. Doch zurück zu unserer Geschichte ins Jahr 1314. Noch immer ist der Königsthron verwaist. Die Kurfürsten können sich nicht auf einen Kandidaten einigen. Und dann passiert, was viele befürchtet haben. Man wählt nicht einen, sondern zwei Könige. Ludwig von Bayern vom Hause Wittelsbach und Friedrich den Schönen von den Habsburgern. Sie sind zwar Cousins, aber schwer verfeindet. Was bedeutet das für die Schweizer? Die Doppelwahl ist eine einmalige Chance. Stauffacher schreibt unverzüglich an Ludwig den Bayern, um den sogenannten Königsbrief zu bekommen. Der soll ihm Schutz und Sicherheit garantieren. Er will frei bleiben, wie schon immer, und vor allem nicht dem Habsburger untertan. Aber wenn wir jetzt schon wieder auf die Knie? Und nie mit dem Heidi. Ein Schreiber braucht es, dass wir frei bleiben können. Schreiben? Was liest du, Anu? Zur gleichen Zeit im Kloster einsiedeln. Der Abt hat seine Mönche zurückbekommen. Und jetzt wendet er sich seinerseits an seinen Schutzherrn, den Habsburger. Wir bitten den König, dass die ungehorsamen und frevelhaften Schweizer, ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Nun hat Stauffacher die Unterstützung von Uri und Unterwalden dringend nötig. Sie Väter haben auch schon immer das dritte der Brief vom König verlangt. Anders müssen wir es gar nicht probieren. Wir haben auch schon alles parat gemacht. Ihr müsst nur noch segeln. Ich weiß nicht. Der Habsburger Teil will jetzt sicher, wenn wir in Bayern schwer tun nicht ihm. Der schäumt doch schon vor Wut, weil ihr das Kloster geschändet habt. Ich kann das auch nicht wollen.
Aber seine Wut trifft uns alle drei. Darum müssen wir zusammenheben und jetzt geht am Bayern seine Unterstützung holen. Mögt ihr euch erinnern an die Jahre unter dem Albrecht? Wir haben uns geschworen, dass wir bei einem neuen Kind nicht grubeln, bevor wir nicht wieder einen Brief von ihm haben. Denke daran. Es geht um uns. Und unsere Freiheit als Landamme. Ihr wollt doch nicht jemanden behaupten, das wäre euch gleich. Und so erklären Uri, Schwyz und Unterwalden gemeinsam, dass sie einzig und allein Ludwig den Bayern als König anerkennen. Du kommst erst zurück, wenn du den Königsbrief in der Hand hast, gell? Komm, hilf mir. So ist gut. Pass auf. Der Bund der drei Männer wurde bedeutsam für die Schweiz. Doch berühmt wurde ein anderes Bündnis, jenes, das 1291 auf dem Rütli stattgefunden haben soll. Historisch gesichert ist das nicht. Doch das Bild der drei schwörenden Männer wurde später zum stärksten Symbol des Zusammenhalts, mehr noch als die Schweizer Fahne oder die Figur der Helvetia. Es hat im Gebiet der Eidgenossenschaft ganz viele verschiedene Bündnisse gegeben. Wie das von 1291, die sind befristet und nach einem Zeitpunkt auch wieder vorbei gewesen. Das Ziel war, dass man gemeinsam für Frieden und Sicherheit und vor allem die Durchsetzung des Rechts gesorgt hat. Und die Pakt hat man geschlossen, meistens an einem Ort. Man hat sich für das nicht müssen, wie zu einer Verschwörung aufs Rütli zurückziehen, sondern das sind offizielle staatliche Aktionen gewesen. Endlich kommt ein Brief, doch nicht von Ludwig dem Bayern, wie erhofft, sondern von dessen Rivalen, Friedrich dem Schönen, dem Habsburger. Achtung, Bann. Was? Wir haben alle unsere Rechte verloren. Der Habsburger tut uns in Acht und Bann. Aber wir haben ja gar nicht immer als Kind geschworen. Zuerst müssen wir den Schutz vom Bayern haben, sonst nützt uns das nicht. Das Einzige, was jetzt die Schweizer noch retten kann, ist ein Königsbrief von Ludwig dem Bayern. Kommt er nicht rechtzeitig, bleibt die Reichsacht über sie bestehen. Die schlimmste Strafe jener Zeit. Die Schweizer stehen jetzt schutzlos da und außerhalb des Gesetzes. Ihr Wort ist nichts mehr wert und jeder hat das Recht, sie umzubringen. Und mehr noch, die Habsburger sperren für die Wahlstätte auch den wichtigen Markt in Luzern. Weg da! Was? Nimm Frischkäse, die geht sonst kaputt. Wir laufen doch nicht! Von Steinen! Da hau ab! Damit wir... Und als wäre der Reichsbann nicht schlimm genug, blockieren die Habsburger auch noch den Weg in den Süden, den Gotthardpass. Eine Katastrophe.
wenn sie ihr Vieh nicht mehr in Mailand verkaufen können, den Kaufleuten nicht mehr ihre Maultiere ausleihen und keine Zölle mehr erheben können, wovon sollen die Wahlstädte dann leben? Der Gotthard hat ihnen Wohlstand verschafft und gegenüber anderen Pässen hat er einen großen Vorteil. Auf beiden Seiten reichen Seen weit in das Gebirge. Das erleichtert den Transport, denn die damaligen Straßen verdienen ihren Namen eigentlich nicht. Sie sind holprig, häufig schlammig und gefährlich. Man baut schwindelerregende Brücken und macht so den Gotthard immer besser begehbar. Von Norden Europas oder von Lissabon werden auf dem Rücken von Maultieren Gewürze aus dem Orient transportiert. Glas, Seide, Zucker, Salz. Die kostbarsten Güter jener Zeit. Die Sperrung des Gotthards hatte katastrophale wirtschaftliche Folgen. Die Säumer konnten ihre Waren nicht mehr über den Pass transportieren. Auf den Märkten in der Nähe durften keine Milchprodukte mehr verkauft werden. Als Folge davon verarmten die Menschen in der Innerschweiz. Die Säumer und ihre Familien tragen ihr Elend in die Dörfer. Sie verdienen nichts mehr, seit die Habsburger ihre Waren über die Tiroler Pässe schicken. Hunger macht sich breit. Die Wut der Säumer richtet sich gegen jene, die damals das Kloster überfallen haben. Drecksau! Drecksau! Hör auf! Ich weiß, was euch plagt. Dass es keinen Handel mehr gibt, ist schlimm für euch. Aber auch für uns. Dass eure Leute Hunger haben, das ist auch mein Kummer. Wieso schwören wir nicht für den Habsburger? Er hat uns in Acht und Band an. Glaube dir, er will keine Rache mehr, wenn wir vor ihm aufs Knie gehen. In schwere Zeiten. Wir dürfen nicht nachgeben. Sonst kommt alles noch viel schlimmer. Und wenn es ehrlich kommt, können wir nur auf uns selber vertrauen. Auf Gott. Und auf uns selber. Darum müssen wir zusammenheben. So sieht's aus. Dumme Siechen. Für Stauffacher wird es immer enger. Er kann nicht einmal sicher sein, dass Vogt Homberg ihm gegen die Habsburger beistehen wird. Auf Schloss Rapperswil zeigt sich allerdings, dass die Dinge etwas anders laufen. Das ist eine Überraschung. Fast wie ein Besuch vom Heiligen Vater persönlich. Extra Ecclesiam nulla salus. Ja, wie auch immer. Nur nicht so geschämt, lieber Schwander. Blut ist keine Sünde. Nein, sagt nicht, aber alles andere an euch voller Sünde. Ja, das stimmt. Aber ihr seid sicher nicht da gekommen, um mir die Beichte abzunehmen. Der Überfall auf das Kloster, da sind ihr dabei gewesen. Mhm. Ihr habt sogar dazu angestiftet. Eigentlich müsste ich euch dafür bestrafen, aber wenn ihr eure Fehler wieder gut machen wollt, dann kann ich noch mal gnädig sein. Ei. So grosszügig heute. Gottlos Sünder. Und übermütig, Homberg. Aber wartet nur. Eure Strafe ist schon unterwegs. Euch steht Schlimmes bevor. Das hättet ihr gern. Es ist schon ein neuer König gekommen. Und ich kann noch jedem meine Dienste anbieten. Nein. Das Mal ist es anders. Sie kommen gegen Rapperswil. Gegen euch, Homberg. Der Leopold, der Bruder vom König der Habsburger. Sein Heer wird jeden Tag grösser.
Warum soll ich euch das glauben? Weil ich nicht nur gekommen bin, um euch zu warnen. Wir können beide alles verlieren. Ich bin ja nicht nur Abt, sondern ein Reichsfürst. Wo ist der Habsburger jetzt? Am Rhein. Das Zug wartet die Verstärkung von Winterthur und von Zürich. Die ganze Stadt redet von nichts mehr anderem. Das heisst, er kommt über die Sattelhöhe zuerst zu euch auf Einsiedler und nachher kommt er hin. Ja. Ihr seid ja ein erfahrener Ritter. Jetzt könnt ihr mal zeigen, was ihr auf euren Kriegsfelsen gelehrt habt. Ich glaube, ich weiß etwas Besseres. Ich muss klagen. Warum ist der Vogt plötzlich so gut gelaunt? Wenn der Habsburger kommt, müsste er ihm sämtliche Abgaben abliefern, die er in der königslosen Zeit in den eigenen Sack gesteckt hat. Und dies gilt auch für den Abt. In friedlichen Zeiten liegt die Macht in den Händen des lokalen Adels und des Klerus. Wenn es brennt, muss sich der König persönlich zeigen. Jetzt schickt er seinen Bruder, Herzog Leopold. Der stößt gegen Bruck vor. In der Nähe liegt das Stammhaus seiner Familie. Von dort zieht er weiter Richtung Süden. Mit ihm verbündete Orte eilen ihm mit ihren Soldaten zu Hilfe. So Aarau, Zürich und Luzern. Manchmal kommt es zu Scharmützeln, wenn aufmüpfige Kräfte bestraft werden müssen. Haben Sie den Königsbrief vom Bayer schon bekommen? Nein. Für Plage ist der Habsburger, den er kam. Weil er seine Händler nicht mehr über Gott hat geschickt. Und ist der Markt von Luzern spät und alle ringsum gegen ihn aufhängt. Ach, das ist doch alles gar keine Sache. Ich bin froh, dass ihr das so seht. Es ist auch keine Sache für euch, dafür zu sorgen, dass die Reichsacht wieder aufkommen wird. Das hilft nicht mehr. Es ist leider noch viel schlimmer. Der Habsburger hat ein Kriegsheer zusammengerufen und ist auf dem Weg zu euch. Er kommt offenbar auf die Schweiz, um euch zu strafen. Woher wisst ihr das? Das Zug wartet schon Verstärkung aus Zürich und Winterthur. Wir reden von nichts anderem. Da gibt es nur eins. Ihr reitet ihn entgegen und erklärt ihn, wie es zum Überfall ins Kloster gekommen ist. Rede ich doch gar nicht mehr. Die sind schon über den Rhein. Als Ritter, der Zitania manchmal Schach geschlagen hat, kann ich euch nur einen Rat geben. Ihr müsst zuerst angreifen. Stauffacher, greifen zuerst an. Mit dem rechnet der Habsburger nicht. Am besten hier oben beim Morgarten. Meine Männer sollen gegen die Habsburger in den Krieg ziehen. Du bist ja kein Vogt. Du bist eine einzige Enttäuschung. Merkt Stauffacher nicht, dass Homberg ihn benützen will? Nach dem Überfall auf das Kloster muss er zwar mit einer Strafe rechnen, doch was tun? Sollen die Schweizer klein beigeben oder doch in die Schlacht ziehen? Welche Chance haben bewaffnete Bauern gegen ein Heer von Rittern? L'armée habsbourgeoise. Die Habsburger verfügten über etwa 3.500 bis 4.000 Kämpfer. 1.500 davon Ritter. Der Rest bestand aus Fußvolk. Gottes Wille! Heinrich! Landam! Schnell! Was ist mit dem Brief? Hast du ihn? Was ist passiert? Mach den Wahnsinn! Er hat den Brief! Sepp, komm! Nehmen wir ihn ins Haus, mach den schon mal warmes Wasser! Ist er nicht vom Bayern gekommen? Mal, aber nichts von uns schützen. Er will, dass wir gegen die Habsburger antreten. Habsburger? Das sage ich doch schon lange. Was? Aber ohne Turner und Unterwaldner vermögen wir nichts. Der Habsburger versteht nur unsere Spiesse und Knüttle. Ach. Schick mich zu den Urner und den Unterwaldner. Ich bringe sie schon dazu, dass die mit uns gegen den Habsburger ziehen. Mit Turner und Unterwaldner geht der Landbaum reden. Heinrich, wirklich?
Um den Krieg zu vermeiden, müssten die Schweizer sich unterwerfen. Dann würden Stauffacher und seine Verbündeten ihre Privilegien verlieren. Schlimmer noch, der König kann jene hinrichten lassen, die das Kloster Einsiedeln geplündert haben. Stauffacher macht sich dafür stark, dass die Wahlstätten dem Habsburger Heer entgegenreiten, um ein letztes Mal zu verhandeln. Wenn wir das Dritte anstehen, können wir das Schlimmste vielleicht noch verhindern. Wir müssen das Leben von unseren Leuten schützen. Du weißt, das ist das oberste Gebot. Wir drei haben den Bund geschlossen! Uri, Schweiz und Unterwalden! Habt ihr das vergessen? Wenn der Habsburger uns bodigt, sind ihr die Nächsten. Wieso sollen wir für euch den Grund anheben? Wir sind eindeutig zu weit gegangen. Wir Schweizer haben das Kloster überfallen. Nicht wir. Euer letztes Wort. Soll ich vor euch in die Knie gehen? Wir sperren bei uns den Weg am See nach. Und zu uns kommen ohne Schiff sowieso nicht. Unser Punkt bleibt nur am Leben, wenn wir zusammenstehen. Das ist der einzige Weg. Nur zu dritt sind wir stark genug gegen die Habsburger. Denke ich dran. Der Herrgott steht dich bei. Bleibt Stauffacher nur noch eine Wahl, seine Leute in die Schlacht zu schicken? Allein und ohne Hilfe seiner Bundesgenossen? Uri und Unterwalden sind durch Seen und Berge besser geschützt. Aber die Taktik der Urna könnte auch für die Schweizer funktionieren. Der direkte Weg von Zug nach Schweiz führt nämlich den Zugersee entlang und ist sehr schmal. Hier hätten sie eine kleine Chance, die Habsburger zum Rückzug zu zwingen. Die Schweizer waren erfahrene Krieger. Sie verfügten über Pfeilbogen, Armbrust und Hellebarde. Die Hellebarde war die Wunderwaffe des Mittelalters, die gleichzeitig ein Spieß, eine Axt und ein Haken war. Und damit konnte man die Ritter von den Pferden reißen. Was sieht der Späher, den Stauffacher ausgeschickt hat? Hat Herzog Leopolds Armee seine Route geändert? Warum geht sie nicht entlang des Zugersees? Sie steuert direkt auf Moorgarten zu. Komm zu meiner Frau. Was passiert mit uns, wenn wir verlieren? Ich weiß es nicht. Dann wäre ich lieber jetzt schon tot. Gott steht uns bei. Komm zu meiner Frau. Ihr versteckt euch im Wald. Wir wollen beten. Herr Gott im Himmel, nimm uns bei der Hand und führ uns sicher durch alles, was auf uns zukommt. Gib uns Zuversicht, Mut und Sorge für unsere Frauen. Gib uns Schutz.
Es ist Uri! Die drei Kantone sind auch vereint noch kein richtiges Heer im Vergleich zu den Tausendschaften des Herzogs. Doch moralisch ist diese Solidarität unendlich viel wert, jetzt und für spätere Zeiten, wenn es darum gehen wird, die drei Gebiete in Krisen zusammenzuhalten. Walter! Heidi! Arnold, das ist so. Heidi, du gehst mit deiner Gruppe voraus. Langsam, langsam. Ja, was ist? Geht nicht auf Art. Der Herzog kommt am Moorgarten nachher auf den Sattel. Sattel? Gott, Sattel! Wie sicher ist das? Todsicher. Und plötzlich ist alles anders. Was ist mit Stauffacher los? Warum zögert er, in die Schlacht zu ziehen? Die Habsburger marschieren nicht mehr direkt in seine Richtung. Hat also diese Schlacht überhaupt stattgefunden? Ist sie nur ein weiterer Mythos unserer Geschichte, so wie Wilhelm Tell oder das Rütli? Oder stimmt es, dass eine Handvoll wutentbrannter Bauern ein Ritterheer mit Baumstämmen und Geröll besiegt hat? Über die Schlacht von Moorgarten wissen wir nur ganz wenige Sätze, die in der damaligen Chronik von Leuten geschrieben worden sind, die nicht dabei waren. Donc est-ce que la bataille a eu lieu ou non? Ob es die Schlacht gegeben hat oder nicht, dazu möchte ich mich nicht äußern. Wahrscheinlich hat es etwas gegeben, aber sicher nicht die grandiose Schlacht, wie es später in den Chroniken beschrieben wurde. Ein Problem ist, dass die erste Chronik dieser Schlacht erst später entstand. Ihr Autor, Johann von Winterthur, war zum Zeitpunkt der Schlacht erst 14 Jahre alt. Es gibt also sicher Abweichungen und Ausschmückungen, aber im Kern kann man von einem kolossalen Hinterhalt ausgehen. Ritter und Fußvolk der Habsburger geraten in einen Engpass zwischen See, Wald und Sumpf. Aber die Waldstädter werfen jetzt nicht einfach Baumstämme und Steine runter, sondern greifen mit Pfeilbögen und Armbrust an und erzeugen damit ein fürchterliches Durcheinander unter den Rittern. Erst jetzt stürmen die Waldstädter hervor und richten mit ihren Hellebarden und Spießen ein Massaker an. Was damals wirklich passiert ist, bleibt im Bereich der Vermutungen. Warum zum Beispiel haben sich die Habsburger nicht gerecht? Weshalb wurden nie Überreste dieser Schlacht gefunden? Spätere Ausgrabungen haben keine Beweisstücke zutage gebracht. Man will unbedingt, dass die Schweiz von Bauern aus den Bergen gegründet wurde. Von Aufständischen gegen adlige Herren. So etwas war unerhört für die Mentalität des Mittelalters. Es fand nach dem 14. Jahrhundert Widerhall in ganz Europa. Man redete jetzt von den Schweizern. Heute erinnert ein Denkmal an diese Schlacht, die fest ins Inventar der schweizerischen Mythen eingegangen ist. Ob sie stattgefunden hat oder nicht, kurze Zeit später bekommen die Schweizer von Ludwig dem Bayern den ersehnten Königsbrief. Er befreit sie von Acht und Bann und bestätigt ihre Freiheiten. Trotz allem, ihr Streit mit dem Kloster Einsiedeln dauert noch einmal 35 Jahre. Homberg, der Vogt- und Söldnerführer, findet sein Ende vermutlich auf einem Schlachtfeld in Italien.
Es gibt keine Stunde Null von der Eidgenossenschaft. Es gibt ganz viele Bündnisse zwischen Städten und Ländern und zwischen Ländern und Ländern und so weiter, zum Teil auch mit Adligen. Und das hat sich verdichtet über das 14. und 15. Jahrhundert. Und dadurch ist aus vielen Eidgenossenschaften die eine Eidgenossenschaft geworden. »1315 erneuern Uri, Schwyz und Unterwalden ihren Bund, um den inneren Frieden zu stärken. Das ist der Bund von Brunnen. Ich schwöre für die Freiheit. Seither sind die drei Kantone zusammengeblieben. Nach und nach kamen weitere Bündnisse hinzu, ein Flickenteppich regionaler Zusammenschlüsse, der schließlich immer dichter wurde. Doch was macht diese Bündnisse so einzigartig und besonders? Es sind Bündnisse zwischen gleichwertigen Partnern. Jeder Kanton behält seine Unabhängigkeit und bleibt trotzdem eng mit den anderen verbunden, so wie heute noch. Und was auch immer real ist an Morgarten, Wilhelm Tell oder dem Rütli, es sind Mythen, die die Menschen dieses Landes zusammengehalten haben. Einer für alle, alle für einen. Wie konnte diese Idee die Jahrhunderte überleben? Hat sie auch heute noch Gültigkeit? Wir sind mitten im 15. Jahrhundert. Die Eidgenossenschaft ist tief gespalten. Du bist Augen mit dem Find und siehst auf das Mal, das ist ein Bauer aus unseren Bergen. Ich bringe 2000 Krieger aus Zürich. Der Frieden ist mehr wert als alles Gold. Woher hast du dein ganze Geld? Die Leute wollen Blut sehen. Zwei Männer verkörpern diesen Gegensatz wie kaum zwei andere. Hans Waldmann, der Feldherr und Bürgermeister von Zürich. Eigennutz heißt die Erkrankung. Und der Einsiedler Niklaus von Flüe. Wem werden die Eidgenossen folgen? Wer sind diese beiden Männer? Und was ist ihr Vermächtnis für die Schweiz von heute? Wir schreiben das Jahr 1481. In Stanz ist die Stimmung am Kochen. Die Abgeordneten der Tagsatzung streiten um die Beute aus den Burgunderkriegen. Auf der einen Seite die Landkantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus und Zug. Auf der anderen die Stadtkantone Zürich, Bern und Luzern. Der Schatz von den Burgunder muss gerecht verteilt werden. Jeder Stand kommt so viel über, wie ein Kriegsleut geschickt hat. Wie viel Geld für jeden Stand? Das ist gerecht! Jawohl. Ihr wollt gleich viel wie Zürich oder Bern. Ihr mit euren 200 armseligen Milchbengel. Zürich hat mehr als 2000 tapfere Krieger in die Schlacht geschickt. Ihr wollt, dass Freiburg und Solothurn zum Bund kommen. Zwei Städte mehr. Dass wir Bauern von der Waldstätte da nichts mehr zu berichten haben. Da wird ein Riegel geschoben. Jawohl, da wird ein Riegel geschoben. Herr Duif über das Geld streiten. Wir haben alle miteinander den Feind geschlagen. Wir wollen dem Herrgott danken für den Sieg. Auf der Knien müssen wir ihm danken, dass wir uns zusammengefunden haben und dass wir zusammen gekämpft haben. Keine Zeit fürs Ermöhnen am Grund. Freiburg und Solothurn haben sich tapfer geschlagen mit uns zusammen. Sie haben es verdient, dass wir es aufnehmen in unserem Bund. Also ihr Geldfresser, nur den grössten Pizza bekommen vom Schatz. Das wollen wir uns nicht bieten. Da gibt's Krieg. Es gibt Krieg, Niklaus! Brüder gegen Brüder. Eidgenoss gegen Eidgenoss. Die schlimmste Strafe von allen. Was können wir dagegen tun? Gnade kommt nie von den Menschen. Wir wollen beten, Heini. Komm, beten. Niklaus von Flüe. Seit Jahren lebt er als Einsiedler in seiner Klause
Wie kommt es, dass die Menschen seinen Rat suchen? Was kann ein frommer Eremit tun, um den drohenden Bruderkrieg zu verhindern? Oui, en 1481, Nicolas de Flüe est un personnage très connu. Niklaus von Flüe ist zu seiner Zeit weit herum bekannt. Fast schon ein Star. Man sucht seinen Rat vor allem in den Krisenjahren um 1481. Mit ihren Kriegen und Spannungen innerhalb der Eidgenossenschaft und mit dem ungünstigen Wetter, das für Missernten sorgt. All dies macht die Menschen empfänglich für Botschaften, die über das rein Materielle hinausgehen und einen mystischen, geistigen Weg aufzeigen. Was ist mit den Eidgenossen los, dass sie sich wegen der Burgunderbeute gegenseitig zerfleischen wollen? Um das zu verstehen, muss man 5 Jahre zurückgehen ins Jahr 1476, kurz vor der Schlacht von Murten. Die kleine Eidgenossenschaft ist umzingelt von mächtigen Feinden und unsicheren Freunden. Im Norden regiert der deutsche Kaiser, im Osten bauen die Habsburger an ihrem Großreich. Und ganz in der Nähe lauert ein gefährlicher Feind, Karl der Kühne, der steinreiche Herzog von Burgund, ein furchtloser Krieger, vor dem ganz Europa zittert. Er träumt von einem zusammenhängenden Reich von den Alpen bis zur Nordsee. Die Städte Bern und Fribourg sind fest entschlossen, das zu verhindern. An der Spitze von über 20.000 Soldaten rückt Karl der Kühne gegen Murten vor. Dort haben sich die Berner verschanzt. Wenn nicht bald Verstärkung kommt, sind sie verloren. Endlich tauchen die Eidgenossen auf. Um ihre Männer in die Schlacht führen zu können, werden die Truppenkommandanten zu Rittern geschlagen. Ein großer Tag für Hans Waldmann, den einstigen Gerbergesellen, der als militärischer Führer Karriere gemacht hat. Hans Waldmann, ich bringe 2000 Krieger aus Zürich. Das ist sein Tag des Triumphs. Das Ziel all seiner Anstrengungen. Die Entschädigung für alle Demütigungen, die er hat einstecken müssen. Ritter zu werden und endlich zum Adel zu gehören. Jetzt zeigen wir es den Kuttelhühn von Burgunden. Jetzt ziehen wir das Fall über die Ohren. Machen wir den Burgunderkönig Führer unter dem Arsch. Und brätseln ihm seine Eier. Rache für den Aussohn. Karl der Kühne braucht keinen Gegner zu fürchten. Er nimmt diese Bauerntölpel nicht ernst. Sie halten sich tatsächlich nicht an die Regeln der ritterlichen Kriegsführung. Es sind brutale Kerle. Sie kennen das Gelände, sie sind beweglicher und vor allem gewalttätiger als die Burgunder. Von diesem Schlag erholt sich Karl der Kühne nicht mehr. Und den Eidgenossen fällt eine gigantische Beute in die Hand, der legendäre Burgunderschatz. Dank der Siege von Grandson und Murten wurde die Eidgenossenschaft in Europa zur Militärmacht. Ihre Soldaten waren als Söldner begehrt. Es brachte Einnahmen, die aufgeteilt werden mussten, wie bei der Beute aus den Burgunderkriegen. Und das führte zu Spannungen innerhalb des Bundes. Der Krieg gehört zum Alltag dieser Zeit. Seine Schrecken sitzen auch Niklaus von Flüe tief in den Knochen. Als junger Offizier hat er an vielen blutigen Feldzügen der Eidgenossen teilgenommen. Das hinterlässt schmerzhafte Spuren in der Seele. Gut, wenn ich sage, alle miteinander. Bevor er sich als Eremit in seine Klause zurückzieht, lebt er als wohlhabender Bauer in Sachsen. Zusammen mit seiner Frau Dorothea und ihren 10 Kindern. Jetzt kommen wir gegen vier. Niklaus von Flüe kann weder lesen noch schreiben und genießt trotzdem hohen Respekt als weiser Mann. In Stanz ist er Richter und Ratsherr. Leute aus der ganzen Region kommen zu ihm, um seinen Rat zu holen. Gott zum Gräus, Niklaus. Appala! Gut. Dann könnt ihr noch ein kleines Holz zusammensammeln.
Wir brauchen dir Ratschlag. Wenn du in der Geschichte bist. Oder fremdst. Ich heig vom Uli seinem Land gestohlen, päupte der. Bin ich ein Dieb, Nikolaus? Du kennst mich doch. Er hat den Mahlstein versetzt. Habe ich das nötig, das steinige Jacherli von dem? Schau, ich heibe, sind das? Meine Kinder prielen vor Hunger. Und die Kleine schießt sich zähl aus dem Hals. Das ist für dich, Uli. Gib's dir, Gertrud. Gott vergelt's, Dorothee. Diesmal danke. Wie steht's jetzt, Nikolaus? Du sagst gar nicht. Was gegen Ziri gegangen ist, weiß nicht mehr. Im gleichen Feind haben wir gekämpft, wir beten. Alles bräuchte seine Zeit. Komm mit morgen wieder. Tausendmal danke, Nikolaus. Danke von Herzen. Nikolaus. Wenn du für oder Holz brauchst, für deine Beige, musst du nur sagen. Auch Hans Waldmann stammt vom Land. Als junger Mann ein Raufbold raubt er mit seinem Bruder reiche Leute aus. Als 14-Jähriger verlässt er sein Dorf und kommt nach Zürich. Und er kann etwas, das dem Adel vorbehalten ist: Lesen und Schreiben. Er ist ein mitreißender Redner und ein großer Verführer. Seinem Charme liegt auch Anna Edlibach, die mit einem wohlhabenden Mann verheiratet ist. Nach dem plötzlichen Tod ihres Gatten heiraten die beiden und Waldmann erbt sein Geschäft und sein Vermögen. Hans Waldmann war ein erfahrener und sicher charismatischer Anführer. Er wusste, wie man Anhänger um sich schart. Er wollte sicher auch dazugehören. Im 15. Jahrhundert leben rund um Zürich gegen 20.000 Menschen, beherrscht von einer Handvoll Patrizier. Das Volk hat nichts zu sagen. Doch jetzt wollen die Meister der Handwerkerzünfte und der Kaufleute auch teilhaben an der Macht. Waldmann unterstützt ihre Ansprüche, denn schließlich haben sie ihm geholfen, 2000 Krieger für die Schlacht von Murten zu rekrutieren. Jetzt kommt er als stolzer Sieger zurück. Kommt nur zu euch rein. Männer mit Rang und Namen. Schaut ihn an. Der Bauerntölpel hat sich eine reiche Witwe ins Bett geholt und meint jetzt, er gehört zu den Vornehmen. Komm, lass dich käufern. Die sind nur neidig, wie das Volk für dich jubelt. Die knündeln noch vor dir runter. Heinrich Göltli steht an der Spitze des Zürcher Adels, der die Stadt regiert. Und diesen Adel will Waldmann vom Podest stoßen. Ihr Leute, lasst mir zu! Wegen den Kriegern aus dem Volk haben wir den Krieg gemacht. Und nicht wegen den geschlechten Adelsleuten mit ihren Pelzfäden. Geht rechts mit denen! Trotz seines Streits mit dem Zürcher Adel, in der Eidgenossenschaft genießt Waldmann hohes Ansehen. Man schätzt sein mutiges Auftreten und seine Fähigkeit, mit den mächtigsten Regenten von gleich zu gleich zu reden. Die Eidgenossenschaft schickt ihn zum französischen König Louis XI., um ihren Lohn einzufordern. Mit ihrem Sieg über Karl den Kühnen haben sie nämlich Frankreich einen großen Dienst erwiesen. Zur Gesandtschaft gehört auch Adrian von Bubenberg, der andere Held von Murten. 10 Tage lang hat er die belagerte Stadt gegen die burgundische Übermacht verteidigt. Doch Waldmann und er sind sich gar nicht einig, wofür man die militärische Macht einsetzen soll. Die Genossen dürfen ihre Krieger nicht auf fremde Herren verkaufen, nicht solange ich noch etwas zu sagen habe. Bubenberg,
Dein Hass gegen den Franzosenkönig macht dich noch blind. Wo ist denn der König gewesen, der mir das Burgunderheer in Boden gestampft hat? Kein einziger Krieger hat es nicht gekostet. Unsere Männer haben für ihn die Kegel aus dem Feuer geholt. Ja, und genau für das muss er jetzt zahlen. Da habe ich nichts dafür. Aber dass der darf bei uns gar Krieger werben. Niemals. Wenn die fremden Fürsten mit unseren Männern ihre Kriege führen, dann haben wir doch auch etwas davon. Geld? Geld, das ist nichts. Es gibt doch noch Menge Bauern, die es bitter nötig hat, das Geld. Wenn er dann noch lebendig heimkommt. Der Franzosenkönig zahlt. Fast 1 Million Gulden fließen in die Truhen der Eidgenossenschaft. Der König nennt Waldmann Chevalier de Zürich en Allemagne und gibt ihm eine Pension von 600 Pfund. Dafür soll er Frankreich Söldner liefern. Wenn eine Österreich macht, zum Beispiel Frankreich, Söldner hat wollen, hat sie sich einen Soldunternehmer gekauft, eigentlich einen Privatmann, der Truppen ausgehoben hat, und hat müssen gleichzeitig die Politiker bestechen, dass sie das unterstützt haben in den jeweiligen Kantonen. Und das Geld ist von außen gekommen als Pensionsgelder. Heutzutage würde man sagen Korruption, aber in gewisser Hinsicht ist das die Unterstützung von Privaten zum Truppen ausheben. Söldnerdienste bieten mittellosen Männern die Möglichkeit, zu Geld zu kommen. Und sie bringen den Eidgenossen Reichtum, Macht und Bekanntheit. Die Schweizer Soldaten gehören bald zu den Besten. Nach den Burgunderkriegen gelten sie als unbesiegbar, als die schlagkräftigste Militärmacht. Sie sind überall begehrt. Und jetzt wird der Söldnerdienst von den Kantonen offiziell organisiert. Das ist erstaunlich und einmalig im damaligen Europa. Ich muss einen Krieg zum Geld verdienen. Bitte gib mir deinen Sagen. Für fremde Fürsten willst du in den Krieg? Mach's nicht, Uli. Ich war dabei. Ich hab's gesehen. Da werden die Menschen die Gefirche gestabliert haben. Aber das Fett ist überall. Freue ich ihn dann nie zum Essen. Für Geld willst du gerade reden. Stell dir vor, du stehst Auge in Auge mit dem Find und siehst auf das Mal, das ist ein Bauer aus unseren Bergen. Ein Vetter oder ein Onkel. Komm alle und wir beten. Wir suchen den Frieden für deine Seele. Der Herrgott soll dich leiten. Und während der eine betet, sucht der andere immer noch den Zugang zur Macht. Waldmann schart die Zunftmeister um sich, die ihn schon bei Murten unterstützt haben. Wem hat es da zu verdanken, dass sie so reich und mächtig ist? Uns? Die Handwerker und die Kaufleute? Ja. Aber wer hat immer noch die Mehrheit im Rat? Wir? Oder die adligen Talerschläge? Und wer hockt auf den Schätzen vom Burgunderkrieg, den wir heimgeschleppt haben? Lassen wir uns von denen in die Suppe brunnen. Die Mehrheit im Rat gehört uns. Die Zünfte haben eine sehr wichtige Rolle gespielt. Sie haben gemäss Verfassung ihre Vertreter in grossen und in kleinen Rat schicken. Aber wie überall sonst in dieser Zeit ist es in Zürich so, dass sich die Macht auf die Reichen konzentriert, auf die, die sich es leisten können, eben im Rat zu sitzen und zu regieren. Schönen Tag, alle zusammen. Ist der Rat schon wieder am Tüfteln, was noch etwas zu stellen gibt? Die Hühner brunzen doch immer an den gleichen Platz an. Nimm das Mund nicht zu voll, du Seidenknöchli. Du gehst von mir nach Knie. Zürich braucht deine Grossschnurren nicht. Zürich hat aber anders schon mal entschieden. Hans Waldner, präzise von jetzt an Mitglied vom Rat. Abgeordneter von der Zunftmeister.
Wenn die Schäfe falls in den Weg laufen, braucht es halt einen gewitzten Hund, um die Herde zusammentreiben. Hans Waldmann ist endlich da, wo er immer sein wollte, im Saal des kleinen Rates der obersten Behörde von Zürich. Doch sein Kampf hat erst begonnen, denn Heinrich Göltli hat die Stadt immer noch fest im Griff. Niklaus von Flüe wählt einen anderen Weg. Er kehrt den Machtkämpfen den Rücken und legt sein Richteramt nieder. Denn er sieht die Lügen der Menschen wie Flammen aus ihren Mäulern kommen. Er will allein sein. Nachts in seinem Haus finden ihn seine Kinder oft in tiefem Gebet versunken, so als wolle er die Welt verlassen und mit Christus gehen. Und so fühlt er sich auch, ergriffen vom übermächtigen Wunsch, sich ganz in die Hand Gottes zu begeben. Aber noch zweifelt er, ist er seiner würdig? Hat er das Recht, für Gott seine Familie zu verlassen? Er rief mir. Aber kann ich meine Familie im Stich lassen? Der Herrgott hat uns zusammengebracht. Er hat uns unsere Kinder geschenkt. Ich weiss, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Wenn es dem Herrgott sein will, dann ist mir zu folgen. Ich kann nicht wissen, was sie will ist. Der Hans oder der Walter können das Gewerbe feiern. Die sind alt genug. Die Familie ist in guten Händen. Aber du wirst mir es vorhaben. Und ich muss dir recht geben. Du kannst nie die Frieden finden, wenn du in dich selber diesen Weg plagst. Wenn du in die Wahl triffst, für den Herrgott und zum Alleinleben. Was könnte ich dagegen tun? Ich bin noch weit, weit weg von Gott. Du stehst ihm viel näher. Niklaus von Flüe ist 50 Jahre alt und sein Jüngster liegt noch in den Windeln, als er sich auf den Weg macht, barfuß, mit nichts am Leib als dem Pilgermantel, den seine Frau für ihn gewoben hat. Der Niklaus von Flüe hat seine Familie verlassen, um auf Pilgerfahrt zu gehen. Und für das hat es ein Verfahren gegeben. Er hat die Erlaubnis von der Familie gebraucht und die Erlaubnis von der Kirche, das hat geheissen, vom Dorfpfarrer. Das war in dem Sinn vielleicht ein besonderes Ereignis, aber es ist nicht ungewöhnlich und es ist nach allen Regeln abgelaufen. Suchst du? Mein Weg? Siehst du ihn denn nicht? Da von deinen Füßen. Vor mir sehe ich eine Stadt, die brennt. Eine Stadt voll Sünde und Hass. Eine Stadt, die brennt. Und du willst löschen?
in dem, dass du mich strielst wie ein Landstreicher und die Leute anbettelst. Geh lieber wieder heim. Für Niklaus von Flüe sind die Worte des Bauern wie ein Zeichen Gottes. Seine Pilgerreise endet in Liestal. Er kehrt um, geht zurück in sein Dorf, doch er versteckt sich in einer einsamen Talsenke ganz in der Nähe der Seinen. Und dort betet er, bis ihn die Dorfbewohner endlich entdecken. Sie bauen ihm eine Hütte und einige Jahre später eine Kapelle. Hier bleibt er für den Rest seines Lebens, widmet sich ganz dem Gebet und verzichtet auf Essen und Trinken. 1482 wird Waldmann zum Bürgermeister von Zürich gewählt. Doch schon damals muss die Macht geteilt werden. Das Gesetz schreibt vor, dass sich die Bürgermeister in halbjährlichem Turnus abwechseln. Die wichtigen Entscheidungen trifft zwar der regierende Bürgermeister, doch Waldmann soll die Macht mit Göltli teilen, das kommt für ihn nicht in Frage. Ein Mann, wo man im Ausland Respekt hat von ihm. Einer, der die Fürsten ernst nehmen. So ein Mann braucht unsere Stadt. Und der Mann wärst du. Ein Gerber wird die Stadt regieren. Das ist doch zum Lachen. Was habt ihr geleistet die ganze Zeit? Nichts. Nur die Handwerker ausgenommen, die Fleissigen. So einen ist euer Bürgermeister. Und woher hast du dein ganze Geld? Deine Bauernhöfe, die halben Dörfer. Du bist doch noch in die Stadt regiert, so kannst du deine Truhen im Keller füllen. Pass auf, Göldi! Heute kommt für den Bürgermeister über, der für das Volk regiert und nicht für den eigenen Sack. Einer für die Handwerker und für die Kaufleute. Ich verlange, dass wir darüber abstimmen. Nicht ist es. Braucht keine Abstimmung. Wer ist dafür, dass nur der Reust und ich Bürgermeister sind? Und du gibst deinen Sessel frei. Zeig dir eure Hand. Da ist doch der allergrößte Beschiss. Du hast den halben Rat zum Teufel gejagt und deine Zofmeister eingedrückt. Genau so, Wendsbürger von Zürich. Das tut dir mal noch leid, du Henkersgeber. Danke, meine Herren. Prost. Dann fahren wir weiter. Ein Tyrann! Ein Despot! Legt keine Ruhe, bis er uns all zum Status gejagt hat. Uns edle Leute, wo Zürich alles verdankt. Und jetzt müssen wir uns verstecken wie Galgenvögel, wenn wir uns treffen. Dass er noch ja nichts schmeckt. So weit ist es mit unserem prächtigen Zürich. Aber wir wissen, wie wir uns wehren. Es ist ja Schande, das. Der Waldmann muss weg. Sonst geht's bach ab mit unserer Stadt. Der will doch nur den ganzen Burgunderschatz in den eigenen Sack stecken. Aber dem schieben wir die Regel. Alle zusammen. Und dass das unter uns bleibt. Kein Wort. Zu niemandem. Niklaus, wir müssen reden miteinander. Ich weiss nicht mehr uns und ich. Der Hans will in den Krieg ziehen. Unser Ältester als Söldner in einem fremden Heer. Ich kann ihm es nicht ausreden. Du kennst ihn ja, wenn er Bock hat. Ich habe bittet und bettet, er soll zu dir kommen. Dir ins Gesicht hinein sagen, dass er Kriegsdienst annimmt. Alles umsonst. Weil er weiss, ich würde ihm nie mehr sagen, geh dazu. Und wenn du zu Hause kommst und mit ihm reden, er wird sich nie getrauen, dir dagegen zu haben. Nur das einzige Mal.
Für unseren Sohn. Mein Platz ist da. Nur da kann ich im Herrgott dienen. Wenn unser Sohn will in den Krieg ziehen will, jeder muss selber wählen in seinem Leben. Ob es einen Blick bringt oder einen Blick. Il a continué à avoir des contacts avec... Den Kontakt zu Dorothea und den Kindern hat nie abgebrochen. Vielleicht sollte die Kirche sich überlegen, auch Dorothea heilig zu sprechen. Sie hätte das ebenso verdient wie ihr Mann. Nichts kann den Einsiedler dazu bewegen, seine Klause zu verlassen. Nichts soll ihn stören beim Gebet oder beim Fasten. Seine Visionen schildert er seinem Freund, dem Pfarrer Amgrund. Pilatusberg versinkt in der Erde. Und die ganze Welt liegt offen da. Und alle Sünden der Welt. Ein riesiger Haufen Menschen kann man sehen. Und hinter den Menschen, da steht die Wahrheit, weil alle haben sich von der Wahrheit abgewendet. Und es zeigt sich, dass alle Menschen krank an ihrem Herzen sind. Eigennutz heisst die Krankheit. Und die bringt die Leute so durcheinander, dass sie voller Angst umeinander springen. Hin und her, auf und davon. Aber die Wahrheit, die hinter ihrem Rücken erschienen ist, die bleibt. Diese Visionen machen den Einsiedler von Ranft weiterum bekannt. Er meditiert vor dem Bild des dreieinigen Gottes, das er an die Wand seiner Kapelle malen ließ. Pilger strömen herbei. Sie lassen sich von seinen Worten leiten und danken mit Votivgaben. Bruder Klaus wird wie ein Heiliger verehrt. Doch ein Asket, der fastet und Rat erteilt, ohne Geld zu nehmen, das stößt den Kirchenfürsten sauer auf, denn sie lassen sich für ihre Ablassbriefe teuer bezahlen, eine wichtige Einnahmequelle für die Kirche. Das Bistum Konstanz schickt zwei Gesandte. Sie sollen prüfen, ob die Heilkraft und das Fasten des Niklaus von Flüe Teufelswerke sind. Begleitet werden die Prälaten von Adrian von Bubenberg. Er kennt Niklaus von Flüe von früher. Vielleicht haben sie als junge Männer sogar zusammen gekämpft. Bubenberg will jetzt dafür sorgen, dass die Untersuchung einwandfrei durchgeführt wird. Die beiden Kirchenmänner kommen zum Schluss, dass Bruder Klaus kein Scharlatan und auch kein Simulant ist. Der Papst erklärt seine Kapelle zur Pilgerstätte auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Von nun an reicht sein Ruf weit über die Eidgenossenschaft hinaus. Zürichs Bevölkerung wächst wie in allen Städten. Sie muss ernährt werden. Doch die Landwirtschaft hält damit nicht Schritt.
Die Bauern arbeiten nicht nur auf den Feldern, sie müssen auch jagen. So reicht es ihnen gerade zum Überleben. Waldmann ist jetzt reich, mächtig und sitzt als Bürgermeister fest im Sattel. Als einer der ersten der Eidgenossenschaft erlässt er schriftliche Dekrete und die sind von extremer Härte. Damit begeht er seinen ersten Fehler. Erstens, die unmäßig vielen Feiertage werden eingeschränkt. Secundo, Tavernen und Schenken schließen beim Einnachten. Tertio, die üppigen und trunkenen Hochzeiten mit ihren Totschlägen und Messerstechereien sind abgeschafft. Viertens, kein Landmann treibt Handel oder Handwerk, sondern ernährt sich redlich von seinem Boden. Fünftens, die Jagd ist den Landleuten untersagt. Sechstens, den Geistlichen ist alles Karten und Würfel. Und dann macht Waldmann den zweiten Fehler. Er lässt Frisch Hans Theiling verhaften, einen populären Kriegshelden aus Luzern. Theiling hatte Waldmann einst schwer beleidigt. Jetzt lässt Waldmann ihn als Verräter aburteilen und in Zürich enthaupten. Luzerner und Innerschweizer sind empört. Waldmann schert sich nicht darum. Viel wichtiger sind ihm seine Verbindungen zu den großen Fürstenhäusern Europas. Viele Eidgenossen verfolgen diese Beziehungen mit größtem Misstrauen und erst recht seine Freundschaft mit dem Habsburger Maximilian, dem späteren Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Mehr als einmal trifft sich Waldmann in Baden mit einem seiner Abgesandten. Der Erzherzog findet, in der Causa Frisch Hans Theiling habt ihr unklug gehandelt. Musstet ihr ihn unbedingt köpfen? Ich staune. Der Erzherzog nimmt Partei für eine von der Waldstädte. Für die blutigsten Feinde der Habsburger. Auf dem Schlachtfeld könnt ihr dreinschlagen, so viel ihr wollt. Aber in der Politik braucht es Fingerspitzengefühl. Fingerspitzen? Ihr meint, ich soll meine Feinde verschonen. Bei der nächsten Gelegenheit komme ich jetzt selber vor den Scharfrichter. Ihr habt Angst vor einem Luzerner Hauptmann? Der mächtigste und reichste Mann der Eidgenossen? Und der beste Freund, den die Habsburger haben. Eben. Ein Freund mit vielen Feinden ist ein gefährlicher Freund. Wie wollt ihr jetzt die Luzerner davon überzeugen, das Haus Habsburg nicht mehr anzugreifen? Wir haben es zu verdanken, dass alle anderen Städte Frieden gemacht haben mit den Habsburgern. Wir. Man hört, in Zürich folgen die Leute ihrem Bürgermeister nicht mehr mit der gleichen Treue wie früher. Es war unfriedene Bauern. Da steckt nur der Gölkli dahinter. Das ist nur neidisch, dass ich so gut mit den Mailänder kann. Und vor allem mit euch, den Habsburgern. Feinde im eigenen Lager zu haben, ist tödlich. Macht weiter so, und ihr bleibt nicht mehr lange an der Macht. Ich komme gerade wieder. Warum sucht ihr anderswo, wenn man hier alles zur Verfügung hat? Sein dritter Fehler. Die junge Frau aus Basel ist verheiratet. Der gehörnte Ehemann geht vor Gericht und die Affäre schlägt Wellen bis nach Zürich. Waldmann wird beschuldigt, er habe sie vergewaltigt. Ein damals beliebtes Mittel, um politische Gegner auszuschalten. Jetzt sitzt Waldmann auf einem Pulverfass. Immer heftiger rebellieren Bauern gegen die Verbote, mit denen Waldmann sie unterdrückt. Sie wollen ihr Land wieder nach eigenem Gutdünken bewirtschaften, wollen jagen, als Handwerker oder Händler tätig sein, statt für die Bürger der Stadt zu schuften. Im 15. Jahrhundert haben Städte wie Zürich und Bern sich ein Gebiet unterworfen. Das heisst, die Bauern, die dort gewohnt haben, waren Untertanen der Stadtbürger. Und eine der führenden Figuren dabei ist der Hans Waldmann, als Bürgermeister von Zürich, der die Freiheiten der früheren Bauern unterdrückt hat und die Rolle der Stadt verstärkt hat. Ich weiss von euch, der Kragen kratzt die Bauern. Ohne euch steckten wir alle in Dreck. Ohne die tapferen Krieger von der Landschaft hätten wir die Burgunder nie geschlagen. Ohne euch gäbe es nichts zu essen und zu trinken in der Stadt. Aber ihr kommt auch etwas über dafür. Wir beschützen euch. Und es gilt für alle das gleiche Gesetz.
Auf dem Markt werden gute Preise gezahlt, da könnt ihr nicht klagen. Ja, und warum schliessen die Taverne bei mir dunkel? Dann haben wir Durst. Und die Zinsen? Wir verrecken ab diesen Steuern. Ich bin nicht der Einzige, der da etwas zu sagen hat. Aber ich verspreche euch, ich bringe den Rat auf meine Seite. Die Bauern sollen es ringer haben. Hebt Vertrauen zu mir und achtet unsere Gesetze, dann kommt es gut. Ihr habt das Ehrenwort von eurem Bürgermeister. Ja, die Bauern sind harte Nüsse. Statt hinter dem Pflug zu stehen, gehen sie lieber auf die Jagd. Aber wenn sie die Hunde nicht mehr hätten. Kämpfen sie vielleicht schneller wieder zur Vernunft. Der Aufstand bedroht nicht nur Zürich. In der ganzen Eidgenossenschaft wütet der Konflikt zwischen Stadt und Land. Landkantone stehen unversöhnlich gegen Stadtkantone. Man streitet um die Burgunderbeute und um die Frage, ob man Fribourg und Solothurn in den Bund aufnehmen soll. Zwei weitere Städte, mit denen man teilen müsste. Hinter dem Streit um die Burgunderbeute verbirgt sich ein viel tieferer Konflikt. Die Städte wollen das Schicksal der Eidgenossenschaft bestimmen. Und das passt den kleineren Landkantonen natürlich gar nicht. Landkantone haben vom Krieg gelebt. Und das heisst auch von Schutzgeldzahlungen von Städten, z.B. Genf, aber eben auch Fribourg oder Solothurn hätten solche Städte können sein. Gleichzeitig waren aber Fribourg und Solothurn Verbündete, die gegen den Karl der König gekämpft haben. Und wegen dem wollten sie eingeschlossen werden in die Eidgenossenschaft. Die Landkantone hatten Angst, dass sie dann ihre Übermacht verlieren und haben sich dagegen gewehrt. Zurück nach Stans, wo sich die Eidgenossen seit Wochen streiten, ohne Ergebnis. Der Krieg scheint unvermeidlich, bis endlich Pfarrer Amgrund von Bruder Klaus zurückkommt. Jetzt stille! All zusammen! Ich habe Bescheid für dich. Vom Bruder Klaus. Stille! Mal hören, was er uns zu sagen hat. Lass dich nicht bestechen. Redet nie am Krieg das Wort. Redet nie am Krieg das Wort. Was ihr von Murten heimbracht und erobert habt, verteilt er so. Das Geld nach der Zahl der Krieger, der Grund und Boden nach der Zahl der Stände. Jeder gleich viel. Und vergesst nie, der Friede ist mehr wert als alles Gold. Kein Bündnis mehr, das jeder für sich abschließt. Weil da draus gibt es die gefährlichsten Kriege. Zieht der Hagnitz weit raus und mischt ihn nimmer in die Händel von fremden Fürsten. Die Streithähne haben die Worte von Bruder Klaus beherzigt und schließen Frieden im sogenannten Stanser Verkommnis. Ist dieser Friede tatsächlich das Werk von Bruder Klaus? Der Niklas Vofli hat eine sehr wichtige Rolle gespielt in der Vermittlung im Streit zwischen den Eidgenossen. Er hat schon früh Briefe geschrieben, wo er seine Meinung bekannt hat. Und er war auch direkt involviert, für dann den Vertrag wirklich zu formulieren. Er war nicht persönlich dort. Aber im Moment, wo das Verkommnis unter Dach und Fach war, hat man überall an Glocken geläutet, auch zu Ehren von Niklas Vofli. Seine Botschaft hatte Wirkung. Kurz danach fand man einen Kompromiss. Die Städte verzichteten auf ein eigenes Sonderbündnis und die Landkantone stimmten der Aufnahme von Fribourg und Solothurn in den Bund zu. Die Eidgenossen schließen Frieden. Doch in Zürich halten die Spannungen an. Waldmann erlässt ein neues Gesetz gegen die Bauern und bringt damit das Fass zum Überlaufen. Waldmann verfügt: Alle Bauernhunde werden abgetan. So können sie uns Herren aus der Stadt nicht mehr das Wild verscheuchen beim Jagen. Städtische Büttel schwärmen aus und schlachten die Hunde der Bauern ab. Die Volksseele kocht. Z
zu Tausenden stürmen die Bauern gegen die Stadt. Der Rat versammelt sich in aller Eile, diesmal ohne Bürgermeister Waldmann. Wir müssen uns trennen von ihm, aber schnell, sonst reißt er uns mit in den Dreck. Er ist nur einer, wir sind viele. Hey, lass uns zu! Was bringst du? Die Armee vom König marschiert gegen Zürich! Was? 30.000 Krieger! 30.000! Sie wollen den Waldmann retten! Sie sind schon am Rhein und haben irgendwie auch oben gebrannt! Nicht möglich! Doch! Ja! Alles! Wir sind Maximilian aus Verrecken befreien! Sie dicken Habsburger, Freund! Zürich ist in grösster Gefahr! Das war dein Einfall mit diesen beiden Booten. Der Waldmann ist ein Verräter! Er oder wir? Jawohl, Mann. Wir müssen etwas unternehmen. Die Bauern da draußen, die fackeln nicht lang. Weg mit dem Waldmann! Rein. Hans, wir müssen weg. Die Leute wollen Blut sehen. Sie wollen deinen Kopf. Wir müssen flüchten, jetzt gerade. Ich habe zwei Rosslasatteln. Hans Waldmann, ich komme mit uns. Anna Edlibach kann nichts mehr tun für ihren Mann. Waldmann wird verhaftet, eingekerkert und gefoltert. Doch er bleibt standhaft und streitet alle ihm zur Last gelegten Verbrechen ab. Die meisten Anschuldigungen sind haltlos und dienen nur dazu, ihn loszuwerden. Schnell wird er zum Tod verurteilt. Hastig errichtet man vor der Stadt ein Schafott. Trotz aller erlittenen Schmach ist Waldmann seinen Peinigern dankbar, dass er nicht durch Hängen oder Verbrennen hingerichtet wird, sondern durch das Schwert, das letzte Vorrecht des Ritters. Für die Gott vor Leid, du mein liebe Zürich. Zeig mir, Herr. Und was bleibt von Waldmann? War er nichts weiter als ein Tyrann? Immerhin hat er die hochnäsigen Patrizier vom Sockel gestürzt. Seine Politik und seine Erlasse haben seiner Stadt Wohlstand verschafft. Er hat die Stellung des Bürgertums gestärkt. Von nun an ist es beteiligt an der Regierung in den Städten und in der Eidgenossenschaft. Waldmann hat die Schlagkraft des Militärs gestärkt und das Söldnerwesen gefördert. Die Eidgenossenschaft, dieser kleine Haufen von Kantonen, wurde so zu einer anerkannten Macht im Herzen von Europa. Noch geben die Eidgenossen ihre aggressive Außenpolitik nicht auf. Trunken von ihren militärischen Erfolgen stürzen sie sich 1515 in die Schlacht von Marignano und erleiden die schmachvollste Niederlage unserer Geschichte. Viel Blut musste fließen, damit die Eidgenossen das Wort von Bruder Klaus beherzigen. Stecket den Zaun nicht zu weit. Erst nach der traumatischen Niederlage von Marignano
bekommt die Botschaft von Bruder Klaus ihre wahre Bedeutung. Der berühmte Satz, man solle sich nicht in fremde Händel einmischen, wird erst 1527 aufgeschrieben, also einige Jahre nach diesen Ereignissen. Erst jetzt begreifen die Eidgenossen, dass sie von ihren Großmachtträumen Abschied nehmen müssen. Pas rêver d'intervenir sur la scène internationale et faire de la grande politique. Die Eidgenossenschaft konnte sich nicht als europäische Macht etablieren. Sie war dafür im Inneren zu schwach und räumlich zu klein. Zudem benötigt ein föderales System für Entscheidungen viel mehr Zeit als eine zentral regierte Monarchie. Auch nach dem Tod von Niklaus von Flüe reißen die Pilgerströme zu Nrampft nicht ab. 450 Jahre später spricht Rom ihn heilig. Bruder Klaus wird zum Schutzpatron des Friedens. Es ist dann vor allem wieder im Zweiten Weltkrieg, wo er eine wichtige Rolle spielt. Bei Kriegsausbruch berichtet viele Leute, sie hegen den Niklaus von Flüe am Himmel gesehen, wie er die Hand abwehren gegen Norden, gegen Deutschland gerichtet hege. Zwischen der Selbstbescheidung eines Bruder Klaus und dem Machthunger eines Hans Waldmann gibt es keine schnelle Versöhnung. Die gegensätzlichen Kräfte verschwinden nicht über Nacht. Doch der Keim einer neuen Idee ist gepflanzt. Die Idee der Neutralität gegen Außen und der Versöhnung im Inneren. Doch wie viele Bruderzwiste und Bürgerkriege müssen noch ausgefochten werden, bis die Eidgenossenschaft den politischen Ausgleich findet, der uns heute so selbstverständlich erscheint. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and my daddy is high. But why? Mario, Marihuana gibt's nicht. Bier und Schnaps und Wein kannst kaufen, bis der aus den Ohren tut laufen. Stümpfe, Pfeife, Zigaretten und alle Sorten Tabletten. Aber Mario, Marihuana gibt's nicht. Dein ganzer Garten ist voller Pflanzen, die Raupen, die es fressen, fangen an zu tanzen. Der Schneck schaut dich an, wie im Paradies, hat Fühler Ruhe und sagt Peace. Dein Grossi kommt auf Suche und isst ein bisschen Kuchen. Ein bisschen später küsse ich die Hunde auf dem Parkplatz fluchen. Ich habe mich doch nur Wellen überzeugen, ob ich wirklich nicht fliegen kann. Dein Hündli hat am Boden unten ein lustig schwarzes Kügelchen gefunden. Alle, die ich gesehen habe, haben dann gelacht, wo er während ein bisschen Salto macht. Früher habe ich mich in die Hose gemacht, da habe ich mich geschämt die ganze Nacht. Aber heute, wo ich Marihuana nehme, mache ich zwar noch ins Bett, aber ich schäme mich nicht mehr. Marihuana gibt's nicht. Eine fröhliche Runde sitzt im Büro, Manager, Direktor und CEO. Sie haben es ganz lustig und haben laut gelacht, weil sie haben gerade so ein Joint Venture gemacht. Der Bundesrat Moritz sagt, das Zeug ist schlimm. Es längt ja schon, dass ich das selber nehme. Es gibt ja keine bessere Warnung als mich. Oder wenn der jemand später so reden will, nicht. Mario, 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 Anna, Mario.